etwas hypen. Ja, es ist immer eine schöne Sache. Ihr glaubt gar nicht, was ihr mit so einem Satz auslöst, wenn man gelobt wird oder auch wenn man kritisiert wird, ist das vollkommen irrelevant. So, es ist halt einfach, eure Meinung zählt und das ist halt einfach auch wichtig als Caster zu wissen. Daher ist das immer, jeder Caster sagt es, sonst hört sich, denke ich, auch sicher für Zuschauer, die viel CS gucken, halt nervig an. Ey, yo, Feedback, wieso will der mal Feedback haben? Aber ich habe keinen Caster-Control an. Das ist mein Fehler. MBK, mach mal kurz den Prozess oben auf dem Spot. Ja, das war nicht jugendfrei, darum durfte ich das noch nicht zeigen um 21 Uhr. da habe ich mich, glaube ich, so ein bisschen verklickt. Ja, Darko fällt auch. Somit machen wir auch nochmal das X-Ray an und ja, die Runde Nummer 1 geht an OG. Wenn die jetzt wirklich genauso wieder spielen, ne, 16 zu 3, packt auf der CT-Seite nicht mehr als 3 Runden hoch, dann ist das hier einfach verrückt. Dann ist es verrückt, Leute. Nee, es ist wirklich als Caster eine sehr, sehr coole Sache, halt eben, wenn ihr dann Feedback gibt, so ein bisschen Zeit nimmt und das halt einfach auch wirklich ehrlich und konstruktiv halt eben gerne eure Meinung da halt eben uns präsentiert. Ich glaube, das ist genauso wie auch Jitgo, Venom, Hatchinski, Masterplay und Deathway und so, das halt eben auch sehen, wenn man im Offline-Event halt eben ist und man sich einfach anspricht und nach einem Foto gefragt wird, dann ist es, glaube ich, das Highlight hoch 10, weil man einfach irgendwie sich geehrt gefühlt. Oh, der zieht hier so ein Stück zurück. Da ist es ein erster Headshot und der kommt um aus der Single Door weg. Der Halunke, der macht da komplett ein Run-Game raus. Und Darko, der gibt da so eine Schelle MBK. Das ist ja fast schon illegal gewesen. Ja, und Goofy mit einer Nade und einer Gewalde. Mantu Last Man Standing. Hittet da Balloon Attack. Raus und somit kommt er hier auch nochmal durch die Single Door durch. Und Darko, der nimmt das ab, gar kein Problem. Man hatte da noch nicht mal so das Crosshair drauf. So, dann ist es die Runde Nummer 1 hier verpackt. Und das ist nochmal das Ärgerliche wieder hoch 10. Es ist der Loser-Bonus, es ist die verlorene Runde. Und man gewinnt halt eben dadurch jetzt die zweite Runde. Dadurch hat halt OG keinen Loser-Bonus und beginnt halt einfach von den ersten Strich an. Es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Dieser doppelte Loser-Bonus ist halt eben Vorteil für das Team, was verloren hat, wenn es die Folgerunde halt eben gewinnt. Und mal sehen, was jetzt hier OG anrichten kann mit den Deagles und den P250, die sie jetzt hier haben. Sie geht A auf. Und da werden kurz die Waffen entleert. Goofy wechselt auf die Deagle. Kill. Gegen Alexi, B und Walde. Und dann ist es das ein 2 zu 1 hier. Somit schon mal zwei Runden von diesen drei, die sie in den letzten Aufeinandertreffen auf Nuke geschafft haben, nur gegen OG. Schon mal geschafft. Es ist nur eine Runde, die sie machen müssen. Da hätten sie die Vorgabe zumindest schon mal gemacht, dass sie sich nicht verschlechtert haben. Oh, und jede weitere Runde wäre dann Vorteil. Wäre ein sehr, sehr großer Schritt hier für Pakt, wenn sie OG rauskegeln und halt eben dann das Ticket ziehen für den europäischen Part in New York 2020 Turnier. Dann sieht man da, dass MBK halt runterdroppt. Man geht hinterher. Medic. Der wird hier nochmal abgewartet. Am Ende ist es halt einfach ein Burst und nachher ein Single Shot von MBK, der nochmal zum Kill führt. Am Ende gibt es den Refake. 3 zu 1. Drei Runden schon mal auf das Konto von Pakt. Und das ist jetzt die entscheidende Sache. Schaffen Sie es, da weiterzumachen? Schaffen Sie es vielleicht sogar, OG 2 zu 0 zu schlagen? Ihr seht es oben. Das kleine Sternchen unter der 3 verrät, dass Pakt die erste Map gewonnen hat. Die haben sie nämlich auch 16 zu 9 gewonnen. Es war Train. So, OG called a technical pause. Oh, technische Unterbrechung.
Unterbrechung. Gerade so ein bisschen Pink-Schwankung. Ja, wer freut sich auf die ESL One, auch wenn sie nicht offline ist, Leute? Haut das gerne mal in den Chat rein. So, wer hat Bock und wer kann jetzt hier reinhauen, wer gewinnt die ESL One? Wird's Big sein? Wird es vielleicht Spout sein? Oder wird es vielleicht... Man weiß es nicht. Vielleicht sogar... Ein anderer Kandidat. Warwick ist auch dabei. Ja, poste das gerne mal so in das Feedback, in den Feedback-Thread. Kann ich mir das nochmal in Ruhe? Ja, ich sag mal so, jetzt in der Nacht kann ich jetzt nicht die übelsten Emotionen geben. Ich kann hier auch nicht die Dauerratsche und alles hier so geben. Denn sonst würde ich hier nicht mehr den Weg vom Bäcker zurück in meine Wohnung überleben bei meinen Nachbarn. Das ist halt eben so ein bisschen. Daher kannst du das da gerne auch reinposten. Dann lese ich mir das alles in Ruhe und nimm's mir auch zu Herzen. Stimmt, ich hab gerade im Play-by-Play gecastet. Das ist sehr, sehr viel so jetzt gerade gewesen. Aber an sich... Ist halt eben OG gerade so ein bisschen in der Zwickmühle. Denn sie kaufen halt eben jetzt hier halt eben rein. Sie haben gerade eben, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt sehe mit dem Ping. Sehe ich nicht, oder? Doch, links an der Seite. Da gibt es gar keine Probleme. Ich denke, Warwick wird gut durchkommen. Wir haben einen echt guten Run in der DreamHack Open. Aber gewinnen werden sie die. Oh, weiß es immer nicht. Schwierig. Es ist jetzt mal endlich so ein Turnier, was wirklich auch Prestige hat. Und es zählt natürlich nicht nur zum, ja, sozusagen zur ESL Pro Tour, sondern es gibt halt eben dort halt auch, sozusagen, den Intel Grand Slam, der halt eben auch nochmal da einen wichtigen Punkt hat. Denn wenn man, entweder Katowice oder halt eben, ja, also Katowice oder halt eben die ESL One Cologne halt eben gewinnt, dann ist das halt, ich glaube, ich zähle das doppelt oder ist wichtig dafür, dass du das halt eben ausgeschüttet wirst. Den Links in den Namen. Ja, ich habe es gesehen schon, dass wir hier stehen. Aber ich habe jetzt keine, ich weiß nicht, ob 50 Ping schon das Problem ist. An sich sehr, sehr cool gemacht von der ESL. Ich habe gar keinen. Achso, nee, ein Spieler ist ja geliefert. Stimmt, das ist ja. Ja, wir gehen mal ein bisschen so auf die Stats rein. Ja, 136er ADR von Suwul. Kann auch nicht geschlagen werden von MBK. Sehr, sehr stark. Also nur 136er ADR. Ich sag's immer so, ihr müsst euch vorstellen, ihr macht immer ein Drittel Kill pro Runde. Das ist extrem stark. Es ist egal, ob die Runde verloren geht oder gewonnen wird. Dieser Wert ist halt eben Durchschnitt und halt eben in diesen vier gespielten Runden haben diese beiden Spieler halt immer einen Kill und dann halt eben noch ein bisschen mehr dazu, ja, ein Damage verursacht. Utility Damage ein bisschen schwach, aber ich sag mal so, ich glaube, da war noch nicht wirklich das Geld da. Und jetzt sehen wir auch Walde Joint und mal gucken. Walde aber okay. Ja, ist natürlich immer so ein bisschen, sie sind halt eben in Europa ein bisschen verstreut. Mal sehen, wer das Ganze macht. Also ich bin sehr, sehr gespannt und ich gucke das als, also ich bin,
schon wirklich hyped, nicht nur als Caster, der vielleicht die Chance hat, die ESL-1 zu übertragen. Wenn sieht es nicht so aus, aber ich sag mal so, als Counter-Strike-Liebhaber halt eben wirklich das Interesse zu haben, halt eben an den E-Sports europäisch, ist halt die ESL-1 einfach ein krankes Event. Es ist einfach, ja. Oh, da gibt's sogar noch das Backup. Geil! Na, gucken wir jetzt nochmal. Walde. 60, 67. Oh, sieht doch gut aus. Ich habe selber halt auch ganz gut immer mal Probleme mit Internet. Kenne das Problem sehr, sehr gut. Aber könnt ihr gerne mal auch selber mal auch mal fragen wir euch mal, wer ist zufrieden mit seiner Internetleitung? Plus für zufrieden, Minus für unzufrieden. Baut da kein Provider oder so jetzt in den Dreck ziehen oder sowas, aber wir können einfach mit Plus oder Minus halt eben klar machen. Oh, aber viele Plusse. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber nicht immer. Plus, aber nicht immer. Ja. Black Monty sagt auch ein Plus. Okay. Doch nicht so ein Minus, ne? Das ist immer wieder, das ist das Beispiel, was ich glaube ich häufiger auch schon so gebe. Plus, aber, okay, ist unzuverlässig der letzten Wochen. Oh, oh, ein Minus! Stoned Einstein, ich hoffe, es bessert sich bei dir. Mit deiner Internetleistung. Es geht weiter. Und es ist halt eben eine Waffenrunde. Und es ist auch eine wichtige Waffenrunde für OG, denn die ist wirklich ultra, ultra entscheidend. Oh, die Double Nate, die geht nicht in die Door rein. Aber vielleicht war sie auch so gedacht. Alexi B trifft damit aber nicht so viel Damage. Jetzt hier über außen versucht OG halt eben hier das Meisterstück. Lunatic wird das halt gespottet haben. Und die kommt für die Double Door. Und noch ein Spot. Jetzt stellt man sich die Frage, was kann Darko? Nice. Nochmal eine gute Nate. Darko mit Kill Nummer 1. Man wird abgemoddet, abgesmoked. In der Rampe. So wohl. Erster, zweiter ist dann aber doch zu viel. Manto unten vom Spot macht den Refrag. Bombe wird geplantet. Unter zur Situation. Park versucht hier im Afterplant jetzt aber für die Rampe erstmal mit zwei Mann. Und das Walde super in der Position. Kann aber nur einen machen. Goofy mit dem Refrag. Manto. 1 gegen 2. Verliert das Ganze aber hier. Und es ist das 4 zu 1. Somit eine Runde mehr als in der ersten Runde in diesem Turnier. Also es wird nicht nochmal die Scores gleich geben. Oder sie machen hier. Also die Fuse nicht. Aber reicht. Was? Also das, ich lese es mal vor. Auf der gegenüberliegenden Straßen. Seite, denke ich mal so, gibt es Glasfaser, einfach mit einem Nachbarn sein WLAN besseres Internet. Leute, Alter, feels Batman einfach. Das ist wirklich, das ist echt wirklich bitter, ey. Es tut mir voll leid, ey. Auch wenn ich da jetzt gelacht habe drüber, das ist zu echt wirklich leid, ey, für dich. Aber Vectoring wird halt eben in Deutschland sehr, sehr groß geschrieben. Alexi B, hier aus der Tür, gutes Pre-Fire schon, pre-aimed schon mal. Goofy macht aber einen Kill gegen Walde, wird dann gerefragt. Lunatic rausgenommen, somit der Spot eingenommen. 2 gegen 4 Situation, die jetzt hier in 2 gegen 3 verändert wird. Ja, da haben wir gesehen, Darko, der kommt vor den Vorraum. Alexi B, Ultra-Luid-Spiel, also der hat hier nur noch 12 parat. Jetzt ist er da auch nochmal reinläuft, sogar mit dem Messer. Uiuiui.
Dann könnte das Ganze hier nochmal geändert werden. Denn nun, Alexi B mit 12. Mit 12, ja, 12 AP ist hier am Leben. Und der ist auch rausgenommen. Seine 12 AP reichen dann nicht, Dark Ore zu nehmen, um gleich den Bombenplan zu hintergehen. Ich weiß gar nicht, also ich hab halt 100k kann ich bei mir machen. Bei VDSL. Aber Glasfaserrohre wurden bis mir gelegt, also man müsste halt einfach nur das Kabel durchziehen. Und mir halt so eine Buchse anbauen. Ich glaube, das ist nicht so schwer, aber es ist nicht geplant im Moment. Uff! Kill, wichtig. Und das läuft so gut hier gerade für die polnischen Vertreter hier bepackt. Es ist die 4-2-Situation. Manto, der geht hier unten underground durch. Wurde hier gespottet? Ich denke nicht. Und damit kommt halt einfach auch eine sehr dolle Map-Kontrolle halt. Sorry, Alexi B, aber jetzt hier in der Armee. Und er wird gespottet, gehittet und down geschossen. Und somit ist die Bombe da oben down. Manto hat eigentlich gar keine andere Wahl, als die Bombe da zu holen. 1 gegen 4. 1 Minute, 4 Sekunden. Er hat noch 2 Flashes, ein Molly. Und er ist hier auf der Suche. Er geht hier langsam vor. Das Fenster ist aber dicht. Somit gibt es da keinen Weg durch. Er könnte höchstens den Band hoch oder außen halt eben arbeiten. Entscheidet sich hier erstmal doch nochmal außen zu gehen. Oder hoch zu gehen. 43 Sekunden, 42 Sekunden. Geht langsam weiter, weiter, weiter. Die Zeit tickt runter. Die Bombe liegt ja immer noch down. Kompakt macht das solide. Sie stehen hier sehr kompakt, sehr beieinander. Warten hier eigentlich noch auf Mantu, dass er sich verrät. Und ich glaube, da wurde er gespottet. Ja, da muss er gespottet worden sein. Jetzt bleibt ihnen eigentlich hier keine andere Wahl. Naja, selbst nach diesem Hit halt eben. Eigentlich diese Waffe durchzubringen, gerade bei dem Geld. Guckt es euch an, OG kann halt eben hier nicht wirklich mehr kaufen in der nächsten Runde. Und das ist nochmal ein Vorteil mehr für Pack, die hier mit Runde Nummer 6 zumindest schon mal sehr, sehr gut starten. Das Ganze geht zumindest schon mal kontrolliert anspielen. Das ist eine wichtige Sache, umgekehrtes Spiel, wenn Pack auf der Seite ist, dann zählt das Ganze hier erst. MBK. Alexi. Wie mit Frag Nummer 1 hier in dieser Runde. Und das ist doch nochmal eine Buy-Round gewesen. Und die konnte da wirklich auf die letzten Reserven zurückgreifen. Und damit kriegen sie sogar 2 Opening Kills. Also entscheidend ist hier ganz klar, dass sie sich das Risiko eingegangen sind, dass sie halt eben hier Waffen gekauft haben. Sogar nochmal eine Galil dabei. Und das wird belohnt. Das ist sehr, sehr stark. Ganze da unter Heaven halt eben zu regeln. So, G wird das Ganze hier im Underground halt eben safe. Ja, und somit findet man sich gegenseitig nicht. Jeder bringt die Waffe halt eben in die nächste Runde. OG kann richtig Geld aufbauen. Und es gibt den ersten Timeout hier von OG auf DE Nuke. Dieses Voice Gate. Ups. Bricht meine Stimme ab oder warum? Was ist los? Kann sein, dass ich ein bisschen stiller werde, weil es ein bisschen später wird, aber eigentlich hätte ich das bei den Tests merken müssen, weil ich eigentlich diesen Part immer drin habe.
Ich hab's jetzt mal so ein bisschen angepasst. Ich hoffe, es ist besser geworden. Kannst gerne nochmal das Feedback dazu geben. Aber eigentlich, also gestern hat das Ganze gepasst. Ich weiß so nicht warum. Ich nehme das Mikrofon so ein bisschen mehr vom Mund. Vielleicht sind das so die kleinen Gegebenheiten, die halt eben nochmal das, das verursachen. Ja, mit der Flash, diese das kleine. Der kleine Bug dort. Schön zu sehen. Und Lunatic außen. Schöne Hits. Am Ende ist es aber kein Kill. Und zwei Spieler bei OG Low HP. Überzahlsituation aber jetzt hierfür. Parkt und zwei wichtige Kills. Und die Bombe ist somit auch down. Vorraum. Kontrolle ist weg. Außen. Wird man abgeaimt. Der Refrag fällt aber. Der ist zumindest schon mal entscheidend, damit Mantu hier halt eben diesen Laufweg haben kann zum Cat. Stimme passt. Ja, das freut mich. Ich war es ja ganz gut, dass ich diesen beendet habe. Ja, das hört man auch gern, dass es hier so perfekt ist. Oder super so. Ja, es ist das 7 zu 2. Am Ende kann man halt hier wieder nochmal bei OG kaufen. Denn der Loser-Bonus, der ist hier voll da. Außen soll es jetzt hier so ein bisschen werden. Hier wieder in den Underground hinunter. Vielleicht versucht man jetzt hier über die Rampe einen kleinen Split zu machen. Im Moment wird der Forum noch gehalten von OG. Ich denke, es wird hier gleich über die Rampe halt eben dieser kleine Split erfolgen. Check da auch nochmal den Vent-Bereich. Grüße gehen raus an Negativ A. CB hier schon parat mit der Smoke. Es geht halt eben hier unten rauf. Es wird doch nochmal der Split. Man geht erst spät halt eben dann oben in die Halle. Man sich damit vielleicht verrechnet. Ich weiß es nicht, denn Lunatic, der kriegt erstmal eine richtige Packung hier von Walde. Und dann ist es Goofy hier Backside. NBK, gar kein Problem. Somit Zubul. Last Man Standing hier verpackt. Der kann sich hier nur noch die AWP hier sichern. Und das 1 zu 3, das ist, glaube ich, ein bisschen zu doll. Ja, Runde Nummer 3. Der OG. Ja, und diesmal entscheidet sich Pakt hier einen kleinen Timeout zu nehmen. 30 Sekunden. Sich mal ein bisschen zu besprechen und das Ganze halt eben hier sich mal anzugucken. Raphael, say hello. Es ist nur das einzige Spiel des heutigen Abends. Wurde halt eben von 15 Uhr auf 20 Uhr umterminiert. Darum sind wir jetzt hier noch so live. Es gibt keinen weiteren NA-Part oder halt eben noch CIS. Tut mir so ein bisschen leid, aber ich bin gerne einer, der auch gerne mal NA überträgt, muss ich wirklich so gestehen. Da sehr, wirklich sehr, sehr interessant ist. Und man sich halt eben dann mit mal ein paar anderen Teams halt eben sagen beschäftigt und halt eben diese Lineups und die ganze Geschichte darum
sag ich mal, so eine eigene Bubble haben. Aber es geht jetzt hier erstmal schnell in der Rampe vor. Schöner Molly dagegen das Rolltor geworfen. Bringt ein bisschen Zeit, um sich in eine gute Position hier zu bringen für Darko. Das geht hier unten rein. Er hat den ersten Kontakt. Er gibt's den Jump. Darko, Kill Nummer 1 für ihn. Oh, er geht hier langsam ins Dark hinein. Schaufelt er sich jetzt hier sein Grab? Ja. Issa, Manto, Walde. Letzten drei verbleibenden Spieler hier bei OG. Nehmen hier langsam ab, aber Lunatic, der ist jetzt schon durch die Tür. Gleich, Goofy zieht durch. Gute Doppel-Molly-Setups da von OG. Und Mantu, der hat da kurz einen Eisschauer bekommen. Aber hat man den zweiten Spieler im Dark auf der Rechnung? Nein, Walde, zwei, ist er, den letzten, aber die Bombe geht hoch und ich glaube, Walde wird... Ja, leider die AWP auch verlieren. Mit nur einer K in die nächste Runde gebracht, ist ein bisschen ärgerlich, aber OG mit der nächsten Runde hier für sie und geht weiter. Wird enger, es wird enger. Ja, Runde Nummer 12 geht los. Es ist eine Eco gegen eine Waffenrunde von OG. Obwohl man 5000 noch hat, bei Minais, kann man hier nur auf Pistolen erstmal zurückgreifen. Die raidet damit so ein bisschen seine Pistole ab. Der USP, okay, die geswitcht und Goofy bait gegen Mantu. 2 gegen 5 Situation, die Körbchenrunde ist schon weg, Issa und Mantu haben da ein bisschen Damage kassiert. Die Körbchenrunde ist nur die Runde, wenn halt eben kein Damage gegen das Team, was Flawless gewinnt, halt eben, ja, fällt. Walde mit dem Kill. Alexi B. Es ist die nächste Runde hier für OG. Die ist wichtig. Diese T-Runden sind super, super wichtig, denn die 5 sind schon mal der erste Schritt hier mit einer soliden Leistung auf der T-Seite abzuschließen. Aber es geht nochmal in eine Waffenrunde. Wichtiger Punkt. Der Loser-Bonus ist komplett aufgebraucht. Das heißt, man kann sich hier nur auf das erwirtschaftete Geld zurückgreifen, wenn OG jetzt hier diese Runde verlieren würde. Also würde man vielleicht so ein, zwei Runden holen. Vielleicht auch nochmal eine dritte, wenn die Runden vorher gut laufen. Nice, Alexi B. Auch nochmal mit einem, so mit zwei Kills schnell gegen die Polen hier gefallen. Und damit ist die Überzahlsituation 3 gegen 5 entstanden. Man geht schnell runter, versucht da Kills irgendwie zu bekommen, aber am Ende ist es Dark und sowohl die hier fallen gegen MBK und Mantu. Last Man Standing, Lunatic. Der kann da nicht wirklich viel mehr anrichten. 1 gegen 4. Ja, schwierig, schwierig. Damit ist man halt eben in diesen Geldstrudel halt wieder gefangen. Gerade das zählt hier halt eben auch nochmal ein wichtiges rein. Die City-Seite muss halt eben mit ihrem Geld auskommen. Hier sehen wir jetzt halt wieder, dass es nicht so ganz funktioniert. Hätte er da noch einen Shot kassiert. Uiuiuiui, das wäre, glaube ich, echt bitter gewesen.
Ja, der Außenaufbau von OG ist, glaube ich, echt eine wichtige Maßnahme hier. Mann, du wieder oben den Kill. Eieiei, das funktioniert super gut und das tut natürlich halt eben auch dem polnischen Vertreter hier, packt halt eben auch nochmal weh. Weil jede weitere Runde ist halt eben auch nochmal ein Handicap mehr, was sie haben. Walde, nächster Kill. Wieder die 3 gegen 5 Überzahlsituation. OG macht das sehr, sehr gut. Sie bleiben ruhig, sie spielen langsam. Und wenn jetzt die Smoke gleich. Glaube ich gleich. Walde finden. Walde findet genau das Timing, um wegzukommen. Und plantet hier unten auf dem B schon. Vieh checkt hier jede Ecke, aber am Ende geht es halt nicht darum, die Wunde zu holen, sondern halt eben nochmal vielleicht eine Waffe mehr mitzubringen. Das wird aber schwierig, denn OG geht geschlossen über die Rampe. Von der Bombe. Wir sehen das häufiger vom Pakt bisher. Ich weiß nicht, ob das so ein Sinn ist, dass ein Spieler mit der Deagle oder so fällt, dass sie halt eben vielleicht die Vermutung haben, dass einer versucht hat, Ninja zu machen. Ich weiß es nicht ganz, weil da mit der Eagle vorzuschleichen noch und einen Spieler von OG zu vermuten, selbst dann würde es keinen Sinn machen, wenn man dann eh die Waffe dann nochmal verliert. Das ist schwierig auch. Schneller Argo hier. Es geht raus, Walde, aber dann durch den Molly doch nochmal umgefallen. Ja. OG findet hier gerade eine sehr gute Gegenantwort hier von gegen Pakt. Die mit 7 Runden sehr früh geführt haben, aber jetzt hier höchstwahrscheinlich sogar die Halbzeitführung abgeben. Der letzten Runde der ersten Halbzeit. Hätte. Naja. Schiebt hier zum CT-Schach. Der ganze Aufbau ist so ein bisschen mehr für die Halle. Gerade durch diese Rampendeckung von Darko ist es halt eben schwierig und soll wohl doch echt in die Halle gehen. Flashes, Smokes kommen raus. Wartet hier ab, man wird abgemollied. Fertig. Und Dennis von Armain ist er da. Ja, durch die Smoke auch nochmal. Erfolgreich der Mann tun. Somit ist Darko Last Man Standing. Letzte Runde der ersten Halbzeit. Es ist das 1 gegen 4, was fast unmöglich ist. Aber er könnte es schaffen. Die Möglichkeit besteht. Er hat hier auch nochmal eine Flash und einen Molly parat und ein Kit. Also es ist zumindest schon mal so das Minimum da, um die Runde zu holen. Aber kann er das hinbekommen? Nein, denn MBK gibt ihm instant einen Headshot. Wir sind nach einer kurzen Pause gleich wieder für euch da. Zweite Halbzeit. DE-Nuke wartet auf euch. Bis gleich. We'll be right back.
der Frage in den Chat, welche Teams spielen als nächstes, ist das letzte Spiel des heutigen Tages. Und es ist auch nur noch hier dieses Spiel. Es gibt kein anderes Game sonst mehr in den Qualifier für den Intellect Dream Masters in New York 2020 halt. Aber für alle, die jetzt traurig sind und denken, oh, das könnte ja schnell zu Ende gehen. Ja, seid nicht traurig, seid nicht traurig. Denn nächste Woche findet die ESL One statt. Da gibt's ganz schön viel. Und mit einem super geilen Startspiel Sprout gegen Big. Ich hätte gerne die beiden deutschen Vertreter in jeweils anderen Gruppen gesehen, aber so kann man sich halt auch nicht sicher sein. Es geht weiter. Runde Nummer 16, der beginnt jetzt hier und okay. Außen mit der USP. Jo. Kassiert da erstmal eine Headshot. Ein Headshot mit von der P250. Mantu zieht ja auch nochmal raus. Aber der zeigt hier mit der USP erst, was es. Ohoho, der zweite, wie dreist! Boah, das ist echt übel. Das ist wirklich übel. Ja, Leute, alle, die Counter-Strike lieben, ist es wirklich ein Muss, 99 Damage und 99 Damage 2 und 3 halt eben auf Twitch zu followen. Das muss man ganz klar auch nochmal unterstreichen. Dann sieht ihr halt einfach wirklich Counter-Strike-Action der ersten Klasse. Darko außen. Wurde da, glaube ich, vom Mantu gespottet, ja. BK kriegt er den Kill. Ah, es sieht hier gerade wirklich sehr doll nach einem 1-1 aus. Und dann würden wir uns auf das 2 so ein bisschen treffen. Aber im Moment sollte man noch nicht den Kopf in den Sand stecken. Denn am Ende zählt halt eben das Ergebnis und nicht jetzt. Die mit einer 9-7 Führung, die wirklich sehr, sehr gut. Boah, da nochmal eine Nade in die Tür rein. Also sind nur noch 3 Spieler am Leben, aber trotzdem selbst dieses Kontaktspiel jetzt gerade hier. Echt schwierig und Walde, der macht den kurzen Prozess und wird ja alle 3 abmähen. Ja, da war ich mir ziemlich sicher. In der Rampe macht er da mal kurz den 3K klar und weiter geht's. Also, ich glaube, das ist, glaube ich, in jeder Sportart überall so üblich, dass wenn irgendwas sehr Gutes passiert an einem bestimmten Bereich, dass das halt eben so genannt wird oder der Move halt eben so genannt wird. Aber erstmal die Opening Kills für Pakt laufen sie in dieser Runde sehr, sehr gut und sie haben eine Waffenrunde. Die ist entscheidend jetzt erstmal, denn das Geld, das sieht nicht so rosig aus hier bei den polnischen Vertretern hier. Pakt startet mit 2 Opening Kills. Goofy aber auch schon down. Also die Ecken werden halt danach benannt, wer halt was gut da macht. Und da ist halt eben die Frage, ob man das dann geschafft hat. Ich sag mal, man ist eine gute... Man hat auf jeden Fall Geschichte geschrieben. Und das ist natürlich eine Sache, ich glaube, die kann man nicht... gerade bei den Spielern, die sehr, sehr viel halt eben auch trainieren und... Das ist, glaube ich, gerade auch für ihren Marktwert natürlich eine interessante Sache.
dass man halt eben auch sowas hat. Aber ob man es dann wirklich geschafft hat, ich glaube, es geht immer darum, Turniere zu gewinnen und am Ende zählt für jeden einzelnen Spieler halt eben auch nur ein Major-Sieg dazu. Und da die Major halt eben, ja, zweimal im Jahr oder in diesem Fall halt vielleicht einmal im Jahr stattfinden, ist das halt eben auch schwierig, ne? Dass jeder dann mal die gewinnt. Issa kriegt den Kill gegen den lurkenden Spieler im Türraum. Das war Minice. Und am Ende konnte man da trotzdem noch den Bombenplant durchsetzen. Single Door wieder auf. Lunatic kriegt den ersten Kontakt. Ah, wichtiges Teamplay. Gegen NBK dort. Lunatic. Darko aimt das auch schön ab. Und dann ist es hier die Runde Nummer 9. Also man kommt so ein bisschen... Nee, Nummer 8. Pardon. Man kommt so ein bisschen näher ran. Ich glaube, man hat wirklich diesen Counter-Strike geschafft, wenn man halt einfach ein legendärer Spieler ist. So. Und ich glaube, dass es viele Spieler gibt, aber es werden auch viele Spieler auch immer mal vergessen. Das ist schwierig. Huhuhu! Darko, Frag Nummer 1, Sobol, es geht hier schnell Rampe runter. Und da wartet man, du mit 2 Kills! Aber gut, wie macht da den Refrag? Weil so ein Name wie Pascha, der früher sehr, sehr doll den Counter-Strike-Bereich verzückt hat, der fällt auch eben nicht mehr so. Gobbi, der zeitweise 1.6-mäßig halt Deutschland wirklich zu das gemacht hat, Counter-Strike, was es halt eben ist mit seinem Team. Es gibt so viele. Und wenn man da anfängt, dann vergisst man eh immer die wichtigsten nachher am Ende. Es ist einfach die Historie Counter-Strike. Und es gibt natürlich auch immer Schattenseiten. Und es gibt natürlich auch immer schöne Seiten im E-Sports. Ja, das ist nochmal die Runde hier. Die polnischen Vertreter und jetzt habe ich auch mal recht. Es ist die 9. Runde. Eine Runde zuvor gesagt. Eieieiei. Ihr könnt gerne mal reinhauen. Wer eurer Meinung nach ist gerade im Moment euer Lieblingsspieler, ist der aktiv spielt. Also wirklich aktiv, nicht inaktiv, sondern wirklich aktiv gerade bei einem Team untergekommen ist. Und wirklich... Stop. Es ist kein Damage, doch ist Damage gefallen. Ah, es wird doch nochmal zurückgenommen. Ja, gut. Könnt ihr gerne mal reinhauen. Aktiver Spieler. Also ich finde es schwierig. Schwierig, aktiven Spieler einen rauszufischen. Jame? Jame-Time. Ja, das kann man nehmen. Aber ich sag mal so, ich würde... Nicht, weil ich das Team oder allgemein so den Spieler dahinter feiere, sondern ich allgemein seinen Status und halt eben auch seine Zeit, wie er sie halt eben, wo er oben im Counter-Strike war, halt einfach auch, ja, sozusagen weitergebildet hat, ja, boah, es ist schwierig. Ich würde auch Kult selber sagen, ja. Ich würde kurz selber sagen, also die Aktion auch mit der AWP dort auf Mirage war auch schon ganz schön lecker. Er spielt ja noch.
Ist jetzt. Spieler her. Gibt viele Spieler, die ich irgendwie jetzt so nett. Sirson ist natürlich auch wichtig für Big Head einfach. Einfach nur eine starke AWP. Kann so viel selber entscheiden. Eieieiei. Und es geht weiter. Es geht weiter. 9 zu 10. Türraum raus. Schnell geht's runter. Das kann OG gerade nicht so gut verteidigen. Von der Rampe, aber wichtig ist natürlich auch, dass man da schon hinten eine Single Door hat. Du kriegst hier die Information, dass halt eben jetzt die Rampe eingenommen werde. Dann BK versucht hier einen Backstep zu starten. Ob das wirklich den Impact setzt, oh, da hat er glaube ich nicht mal das Ärmchen gesehen. Jetzt hat er den Spieler auf jeden Fall wahrgenommen. Und dann wird er da von Darko kurz mal erwartet. Es ist eine sehr gelungene Runde Nummer 10. Und so starten wir hier in Runde 21. Ja, wir sehen es so ein bisschen. Das Geld wird schwierig bei OG, obwohl man hier einen Loser-Bonus sogar noch sehr, sehr dicke hat. Wir gehen so ein bisschen auf die Advanced-Statistiken ein. Die Stats sagen aus, dass es 72%, beziehungsweise 72 Damage pro Runde im Schnitt macht Mantu. Also cool. Mit 79. Also im Moment so ein Hin und Her, also die Teams sind sehr gut ausgeglichen gerade. Ist meistens so ein Bestandteil, dass halt Newgate ist er gerade nicht auf den richtigen Fuß erwischt. Kurz mal entblößt und hier hätte, wenn und aber hätte Alexi B mehr machen können. Am Ende ist es halt eben das 5 gegen 3. Walde, der wird hier aber jetzt auch gleich reinlaufen. Oho, ich hab nichts gesagt, Walde. Es tut mir leid, aber eieiei, hat er da mit der P250 kurz mal komplett geschnitzeltes da gemacht. Anonetic, planted, K wird im Band schon erwartet, gar keine Chance für ihn mehr. Mit. Sieht das Ganze hier sehr, sehr gut aus, wie das polnische Team. Hier wohl 11 zu 10 Führung erstmal bekommen.
Ja, Runde Nummer 22 beginnt damit, dass Issa gerade Darkhold rotzt, ja. Und Manto offensiv hier auch nochmal Lunatic mit der Bombe rausnimmt. Weil er auch nochmal eine Information mehr sammelt. Es läuft hier gerade in dieser Runde gar nicht so schlecht für OG. Zwei Kills, kommt man zurück, kein Damage bisher kassiert. Man hat die Map-Kontrolle immer noch aufrechterhalten. Und Issa macht hier sogar nochmal den zweiten, bis der Reflect folgt. Ist er jetzt auch gefallen? MBK mit Alexi B im Zusammenspiel. Und dann geht's hier raus. Man versucht hier direkt keine Gefangenen zu nehmen. Walde auch noch mit den Headshot dabei. Ping again. Oh Mann. Ah, Walde. Ist er diesmal aber 164er. Shit. Ping-Probleme, Ping. Schwierig, schwierig, schwierig natürlich immer diese Unterbrechungen, denn die bringen natürlich auch nicht meinen Fokus raus, sondern halt auch einfach auch den Spieler raus. Aber was will man mal erwarten? Es ist ein Online-Turnier, es sind Ping-Probleme, die halt eben ärgerlich sind. Getting some. Oh, bestes Leben einfach. Einfach wirklich. Elf zu elf. Es ist einfach wirklich ein crazy Game gerade. Es ist wirklich auf Augenhöhe. Wir sehen jetzt wieder eine Waffenrunde. Vorteil natürlich so ein bisschen bei OG, denn die machen hier gerade in den letzten Runden vielleicht einen Job. NVK hat sogar extra keine Utility gekauft, um halt eben dann in der nächsten Runde kaufen zu können. Das ist schon mal eine gute Entscheidung. Wenn Pakt hier die Runde holt, holen sie sie nicht, ist es halt eben nochmal Geld extra. Das ist auch nicht so schlecht. Smoke kommt rein, Molly hier unten, die Underground. Eine sehr aggressivere Smoke-Line-Up, weil normalerweise liegen die Smokes eher hier, diesmal liegen sie hier zentral. Und BK ist halt genau vor diesem Setup. Sobul, Attic, geht hier langsam runter. Manto wartet aber hier schön ab. Mit seiner AWP und langsam laufen da jetzt drei Spieler rein. Mal sehen, was er hier anrichten kann. Einer wäre wichtig, zwei wäre super stark und drei wäre ultra. Und er macht zumindest schon mal zwei. Und den dritten, der ist einfach ultra. Und oh, da wurde er zu den vierten zu viel. Am Ende machten sie hier Refrakes. Okay. Da hat aber MBK auch den richtigen. Ja. 12 zu 11.
Aber das alles kann hier nochmal schnell schlagartig sich umdrehen. Stand jetzt. Macht OG gerade einen besseren Job, hat ein bisschen den Vorteil, natürlich halt eben auch durch das Geld, durch die Seite und halt eben dadurch, dass halt eben Pakt halt gerade die Plans nicht so gut bekommt, auch nochmal so ein bisschen mehr Geld. Es geht raus, ist er, down, nur ein Frag, Goofy mit dem schönen Kill gegen NBK und ist sehr, sehr offen, Molly oben in Heaven, Alexi B im Vent. Wird er da bestraft, wenn er hier gleich rausgeht? Er wartet aber erstmal noch ab. Nein, es macht wirklich OG. Ich hab's vermutet, dass das vielleicht passieren könnte. Aber OG wird das nicht mehr riskieren. Es ist eine 4 gegen 3 Überzahl. Eine 3 gegen 3 Situation. Sie safen trotzdem. Denn würden sie es probieren und sie halt eben diese Waffen auch abgeben, wäre es schwer, halt eben in der nächsten Runde zu kaufen. Somit entscheiden sie sich, hier erstmal ihre drei Waffen durchzubringen. So, geht hoch. Und Runde 24 ist zu Ende. Es ist ein 12 zu 12. Sieht hier alles nach einer Overtime gerade aus. Moment. Beide Teams davon aber drei Runden jeweils weg. Ja, wer gewinnt hier die nächsten 6 Runden? Da brauchen wir überhaupt die nächsten, hier einen Gewinner festzustellen. Das ist die Frage, die wir uns wirklich jetzt hier stellen. 4 minimal. Da wurde durch den Hit natürlich einmal dieser Push, der hier über die Rampe erfolgen sollte, kurz mal dezimiert. Ja, Darkman 16 AP ist natürlich so eine kleine Schwächung halt jetzt im Lineup. Gerade er ist jemand, der gerne vorgeht und halt eben 16 AP ist man halt leider schnelles Fischfutter da. Kleiner Happen hier. Ah, und da mit baitet man halt eben nochmal, dass man den Molly da verwendet hat. Dadurch ist Mantu halt hier der Problematik. Das ist ein Molly gerade durch die Hits halt eben, dass man halt eh das nicht als Fake gesehen hat. Alexi B in der Single Door. Wird geplantet. Alexi B, Bombenplant konnte er denyen, aber danach fällt er. Kriegen sie hier den Plant hin? Das ist jetzt die Frage. Ja! 40 Sekunden jetzt nochmal Zeit, um hier die Bombe zu diffusen. Schwierig, schwierig, schwierig. Gerade für OG, die hier wieder das gleiche Problem wie in der Runde zuvor haben. Es ist sogar diesmal nochmal wieder eine Unterzahlsituation. Die anfangs in Runde Nummer 24. Könnte somit 13 werden. Pack braucht noch 3 Runden, das Ganze hier einzutüten und halt somit 2 zu 0. Ticket für die Intel Extreme Masters New York 2020 für den europäischen Nierbaum halt eben zu sichern. 3 Runden braucht OG, um eine Unentschieden zumindest schon mal zu festigen. Mit einer Overtime zu bekommen. Und 4 benötigt OG, um zu gewinnen. Cool. Der wird von der Alexi B hier im Vent kurz mal abgefrühstückt.
Nutzer. Interessant jetzt natürlich hier eben den Bandbereich halt eben zu sehen. Spotted ihn dort. Kein Spieler wartet da. Er ist hier gerade in der Überzahl-Situation. Geht auch. Komm es hinauf. Interessantes Element. Und Manto piekt jetzt hier rein. Und kriegt den Kill. In dem Moment geht's Rampe vor. Walde mit 2. Last Man Standing. Lunatic geht jetzt hier runter. Und schwierig. Ja, keine Chance. Diese Runde geht dann nur G. Und dieses Hin und Her kostet natürlich beiden Teams viel. Wir gucken noch mal so ein bisschen aufs Geld. Auf der zweiten Seite hier ganz klar feststellen, dass im Moment Stand jetzt, Pack muss er noch kaufen, so ein kleiner Vorteil hier bei OG liegt. Darum gibt es einen kleinen Timeout jetzt hier auch noch dazu. Man bespricht sich noch mal. Aber gerade die nächsten Runden sind noch mal sehr, sehr, wirklich sehr, sehr doll entscheidend, denn beide haben nicht den wirklich dicken Loser-Bonus 1-9, sogar genau beide gleich jetzt gerade in diesem Moment. Sollte man eine Runde verlieren, bekommt man halt 1900. Dazu könnte halt eben nochmal führen, dass man halt eine Bombe plantet, gerade verpackt. Oder halt eben, dass man sie vielleicht diffused, wenn man sie halt eben auch nochmal bei G. Kann das halt nochmal so ein bisschen variieren, aber der Loser-Bonus ist immer die für die verlorene Runde. Da zählt natürlich kein Diffuse mit rein. Jetzt schnell oben raus, Alexi B, aber diesmal oben auf der Pop ist. Schöne Position, nicht in den Vent reingedroppt, wie eben. Und im Moment sieht das Ganze für OG super klasse aus. Und Mantu, holy shit, den hat er da durch die Pommes in den Kopf. Eieieiei. Jetzt sind so 13. Also im Moment. Moment, OG stärker. Und somit würde man sich nochmal auf das 2 hier wiedersehen, Leute. Boah, das ist eine kranke Schelle hier gerade, wirklich PK gewesen mit dem 4. Eieieiei, und das öffnet halt eben diese Runde hier auch nochmal wieder. Ganz gut für OG. Selbst die Pistolen bringen halt eben auch den Vorteil. OG halt eben noch die Waffen zur Runde zuvor hat. Ja, Alexi B, da in den Duell gegen Goof stärker, auch gegen Minice, auch gegen Subol und Lunatic wurde da im Zusammenspiel mit Issa auch nochmal rausgenommen. 15. Runde, 2 Runden noch, die hier zu spielen sind in der regulären Spielzeit. OG hat 15, somit das Unentschieden, die Overtime zumindest schon mal sicher, takt. Müsste die letzten beiden verbleibenden Runden gewinnen, um das Ganze hier nochmal in die Overtime zu bringen. Eins muss man ganz klar sagen, in der ersten Runde dieses Qualifiers gab es dieses Duell auch. Dort hat aber Pakt halt eben 16-3 verloren. Selbst wenn es jetzt hier bei den 13 Runden bleibt, ist das eine Verbesserung, die sich wirklich, wirklich, wirklich gewaschen hat. Also das war super stark, was sie jetzt hier gemacht haben. Sie versuchen wieder diesen außen schnellen Go. Beide versuchen sie auch mit einer Molly. NBK mit einem. Goofy mit dem Refrag. Ja, und dann ist es halt eben eine 4 gegen 4 Situation. Packt aber mit ganz schön viel Damage schon, den sie da einstecken mussten.
Oh, die Walde mit zwei. Der zweite war auch nochmal richtig entscheidend, um OG hier noch den Vorzeit zu lassen. Evan, Attic wird auch nochmal zurückgeworfen. Versucht hier höchstwahrscheinlich auf den Spot zu gehen. 10 Sekunden Zeit. Holt packt die Runde hier nicht, dann ist das Ganze hier für OG in trockenen Tüchern und man sieht sich hier nochmal auf das 2. Holt man hier die Runde, ist nochmal die letzte Runde der regulären Spielzeit. Ja, und da fällt die Bombe. 17 Sekunden. 16. Das ist ein entscheidender Punkt. OG wird höchstwahrscheinlich hier diese Map holen. Und das ist jetzt in der Tat sogar noch schriftlich durch. Wir haben das Ganze hier schwarz auf weiß. Es ist ein 16-13.